Okay, ich würde jetzt sagen, hast du noch Zeit für eine Runde? Ja. Da würde ich nämlich jetzt sagen, ich habe die Gegner jetzt mal auf sehr schwer gemacht. Okay. Mach noch eine KI dazu. Okay. Und dann probieren wir das Ganze nochmal mit denselben Truppen, oder? Oder Okay, vielleicht ersetzt du die ja, doch. Orgeln durch. Ja, ich mach, glaube ich, Schleudern rein. Absolutes Horrorszenario. Vor der Tür stehen Ratten, Dunkelelfen, Grünhäute und Vampire. Und drinnen bin ich auch noch gefangen mit ekelhaften Zwergen. Also ich glaube, Mit haarigen, geposteten, haarigen, stinkenden Klöpsen. ekelhaft Ist quasi stinkenden. dieselbe Wie Ausgangssituation, bei wie wenn du in Spinnboost Camp. Marzahn, in einer Mietskaserne wohnst. Grüße gehen raus, Leute. Aber irgendwie haben die Gegner jetzt 10-mal mehr Truppen als eben. Also das ist ja nicht eine Fraktion mehr, das sind ja jetzt. Ich glaube, kann es sein, dass sie eben nicht irgendwie das Gold angepasst haben? Ich glaube eher, dass das normal halt einfach auch heißt, ey, die haben nicht ganz so viel Gold. Okay, also diesmal habe ich aber keine, würde ich sagen, scheißen wir auf hinten. Wenn es so weit Ja. kommt, dass sie eh durch sind, dann haben wir eh verloren. Sind wir Ja. ehrlich? Haben Ich wir. nehme rechts, du links. Ja. Weil irgendwie meine Truppen sind alle rechts. Ja, same. Also meine alle links. Shit, jetzt habe ich meinen schon wieder ein Pferd gegeben, ich Idiot. So, wie machen wir das? Zack, zack, zack. So, die 1 gibt da ein. Erstmal alles durchnummerieren hier. Das ist auch immer das Erste, was ich mache. Ich habe ja auch, dadurch, dass ich das jetzt so viel gespielt habe, habe ich mich richtig angewöhnt, was was ist. Ah, okay, I see, ja. Als halt. Also, dass quasi die Schwertkämpfer hinter meiner 1 immer meine 4 sind und so, damit das nichts so schlimmer, wenn du die falsche Einheit losschickst. Das ist nicht gut. Ja, gut, das sollte machbar sein. Das sagt man aber immer so leicht, ne? Bin mir auch nicht sicher. Oh. Das habe ich ja verkackt. Nee, das sollte ich nicht machen. So machen wir es. Okay. Okay, das könnte funktionieren. Ja, doch, doch. Ich sehe mich ready. Ja, ich muss noch ein bisschen umstellen, weil ich hätte gern noch meinen Helden ein bisschen weiter links, dass er wegrennen kann. Ja, mein Held muss leider ist der Einzige, der nicht auf der Mauer steht. Jungs, ihr macht das toll! Klasse! Starke Leistung! Ich weiß auch gar nicht, ob der Kommandant unbedingt bei mir drauf. Ach, egal. YOLO. Also, wenn ich die Möglichkeit hätte, So. ihn draufzustellen, würde ich es machen. Okay, go. Okay. Ach, ich muss wieder meine Rede halten, ne? Eine Sekunde. Alles klar. Meine Freunde! Als wir zusammen das erste Mal gekämpft haben, da waren wir Was auch Fremde, immer. zusammengewürfelt vom Zufall und natürlich auch noch nicht stark in der Schlacht. Aber wenn ich heute auf euch blicke, dann sehe ich Elitekämpfer, Freunde und auch Was Brüder. ist das denn? Und deswegen war es damit nicht der Zufall, der zu uns zusammenführte, Lol. sondern das Schicksal. Deswegen kämpft für Ruhm, für Tapferkeit und für Spandau! Alter, ich knüppel Was ist die los gerade bei dir? komplett weg mit meinen Schleudern. Ach so, ah. Ah, so schön. Ich überlege, ob ich auf die Belagerungssachen gehen soll oder nicht. Oh lol, die haben Fledermäuse, die Jungs. Auf die Ramböcke kannst du gehen. Die anderen kannst du, glaube Aber ich, die haben gar nicht halt drei. angreifen. Wow, das war ein Volltreffer. Ja, so will ich das hören, mein Junge. Ah, du So, die kannst. hier. Oh, ich gehe auf die Fliegenden, solange die sitzen, Junge. Ja, hau rein, mein Junge. Ich habe leider gar nichts in die Richtung, aber das sollte trotzdem machbar sein. So, Türme. Ja, treff, 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 treff. Bitte, bitte. Also, denen seine Armee steht. Oh, Die Armee von schönes denen Ding. steht halt noch komplett hinten, ne? Die warten halt echt erstmal, was hier passiert. Ja. Aber die Belagerungstürme Alter, marschieren noch nicht los. da ist gerade eine Fledermaus abgestürzt. Die wurde wohl in der Luft getroffen, Alter. Sorry. Ich guck mal rein. Alter, das macht so Spaß, so zu sehen, wie die weggemacht werden. Jo, Das ist halt der. Die haben echt nicht mehr so viel Bock. Oh, da kommen aber die ersten Fliegeviecher jetzt. Ja, den Da seine ist. Die sollte Armee. ich vom Himmel ballern. Warten die auf uns? Alter! Nur die werden so weggegast. Aber du hast ja auch deine Flinten am Start, ne? Jo.
Schießen, Jungs. Alter. Ah, okay, also ich sehe da keine Zukunft für die Gegner. Ja, aber guck mal, da hinten, da steht ja noch. Alter, mit einer Salve alle Fledermäuse weg. Jo, rennen, ne? Hier. So, warte, wo kommen jetzt die Schleudern drauf? So, ja, aber ich habe ja noch eine kleine Geheimwaffe. Mach mal ein bisschen Flammenwerfer hier. Weißt du, ich meine, du hast einen Flammenwerfer, aber ich habe die coolere Variation. Alter. Wie die reinbuttern! Junge, 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 Junge. Ich hab fucking Feuerdrachen. So, jetzt denken die scheiß Infanteristen, dass sie von der Seite kommen können. Aber ist nicht. Wow. Hab ich jetzt den Angriff abgebrochen? Nee, da ist er, da ist mein Flammenwerfer. Holy shit. Die verbrennen halt wirklich einfach alles. Ich mach wirklich die Belagerungssachen weg. Weil wenn die weg sind, können die halt nicht auf die Mauern. Und dann haben die halt gelitten. Ja, die haben halt immer noch Leitern dabei, ne? Ja, aber... Aber ich gehe da auch drauf. Also ich habe ja meine Drachen quasi vor den Mauern. Die sind halt schon bei mir so low. Ja, bei mir so. Also die sind jetzt gerade bei der Mauer angekommen und jetzt hauen die ab, weil die Angst haben. Das ist vielleicht auch ein bisschen damit verbunden, dass drei riesige Drachen in ihrem Gesicht sind. Oh mein Gott. Alter, die Drachen machen aber halt auch... Alter! Wie weit die Gegner wegkicken, ne? Also bei mir flieht alles. Das Problem bei mir ist, deren Artillerie macht meine ganzen Flintenboys weg, leider. Und ich kann deren Artillerie nicht wirklich angreifen. Ich kann mich darum kümmern, glaube ich. Ja, hinten die Artillerie, die hat halt schon die Hälfte meiner Musketenboys. Okay, weil er schickt gerade seine kompletten Truppen zu dir, wie du vielleicht siehst. Ja. Ich hole mal was rüber von mir, ne? Aber wenn die näher kommen, dann kriegen die komplett die Schleudern in die Fresse. Das wird lustig. Ja, ich hole da jetzt trotzdem mal meine Bogenschützen da auch mal rüber, ne? Der Rambock hat kein Leben mehr, rollt aber weiter, hä? Ja, vielleicht flieht er zufällig in die Richtung. Das ist tatsächlich möglich. Die positionieren sich jetzt um, damit sie da angreifen können. Na gut. Na. Ist vielleicht nicht nötig. Egal, ich knall mal drauf. Feindliche also Leitern an unserer Mauer. Das ist bei dir. Jo. Ist aber nicht schlimm, solange wir halt nicht rankommen. Also kannst du wirklich die Artillerie-Sachen von dem vielleicht mal machen? Ja, ich mach mich jetzt auf den Weg. Ich habe hier gerade noch mit meinen Drachen so ein bisschen Spaß gehabt bei den Truppen, die vor meiner Mauer stehen. Weil die dezimieren mich schon echt hart. Boah, all die ganzen Harpunen-Leute, ey. Alter. Safety first mit Feuer. So, Alter, das ist halt jetzt hier einfach komplett Zerstörung. So, also, die Artillerie ist das da ganz hinten bei ihm, ne? Ja, ich sehe die Artillerie. Ja, das mache ich. Meine Drachen schwingen sich in die Luft. Oh, bei mir ist noch ein Rambock an das Tor gekommen, aber das... weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Positionieren wir mal ein paar vor dem Tor. Okay, okay. Wie ist die Lage bei dir? Oh, shit. Ganz in Ordnung. Es geht, es geht. Okay, also ich werde vielleicht meine Drachen verlieren, aber es sollte halt wert sein, ne? Böse. Die Artillerie ist wirklich, wirklich böse. Ja, ich werde jetzt die Artillerie angehen. Die räumen mir die Mauern weg, ey. Alter, hier kommen die Zombies an, die werden halt original weggelötet. Wir zurück, die Leitern runter. Okay, also ich brenne jetzt die Artillerie weg. Die werden halt echt komplett zerstört. Alter, das ist halt nicht schön für die. Habt ihr alles schon gespuckt? Nee, was machen meine Schleudern? Die Fotzen. Boah, was ist los mit denen? Fliehen die? Nee, die sind zu nah jetzt. Okay, das ist nicht gut. Okay, aber ich habe jetzt die Artillerie weg. Okay, das ist gut. Das ist richtig gut. Irgendwie contestet auch niemand. Also niemand beschützt die irgendwie von deinen Drachen. Ist ganz geil. Ja, also ich werde die Drachen werden wahrscheinlich sterben. Ja, nö, nicht unbedingt, oder? Ja. Ich bin über den Wald zurück. Ja, ich kann mal gucken. Ja, nee, also ich bin auf den Hinflug, habe ich gerade über viel Schaden bekommen. Weil der da halt dann noch ein bisschen Range hat. Aber ich probiere mal hierhin zu fliehen. Tja, okay, also die Artillerie ist weg und der greift sehr in Schichten an, ne? Und ist bis jetzt gut machbar. Ja. Also generell sind sehr nett zu uns, finde ich. Ja, kann man. Deine Bogenschützen stehen jetzt ganz vorne. Aber ist, glaube ich, nicht schlimm. Ja, die haben ultra viel Range auch. Weißt du was? Ich butter da jetzt einfach mal einen Flammenwerfer bei den Gegnern rein und guck mal, was das Ergebnis davon ist. Dieser General flieht auch gerade schon so ein bisschen, ne?
Die Ratten kriegen halt so aufs Maul, ey. Ah, die Ratten sind aber auch nur dafür geboren worden, ne? Das ist halt wirklich... Sind wir mal ehrlich. Oh, bei mir sind feindliche Einheiten hinter unserer Linie. Was? Ja, oh, irgendwie Tatsache. Sind irgendwie reingekommen. Irgendwie sind Ratten durch unser Tor. Kanalisation. Warte mal, aber nicht, dass hier da noch mehr ist. Okay, Alter, die haben halt echt keinen Bock mehr. So, ich Alter, hab da... deine Drachen. Jo. Alter, die Ratten, die werden halt komplett weg. Aber jetzt rennt er wieder... Nee, irgendwie sind die... Vor allem da vorne erwartet sie ja auch Feuer, ne? Egal, wo die hingehen, der ist ja überall Feuer. Das ich Ding schnapp... ist, irgendwie, ja. Er saved in der Mitte immer Einheiten und erst wenn... Ich habe das Gefühl, der zieht die erste Mal zur Mauer, wenn die weggebrannt wurden. Ja, hier. Ich habe das Gefühl, der traut uns nicht genug zu, der junge Mann. Meine Munition ist aber bei einer Einheit schon alle. Ja, das wird auch noch mehr werden. Ich flieg da jetzt auf den General. Alter, okay. Ja, da gas ich gerade auch rein, ey. Doch, der flieht jetzt auf jeden Fall. Alter, deine Flammenwerfer sind hier richtig übel. Ja, ja. Alter, hast du mal vor dein Tor geguckt? Jo. Da ist einfach so ein Gerüst. Jo. Hier ist alles weggebrannt worden. Ja, der General, der ist nur noch am Fliehen. Euer Kommandant wird angegriffen. Jetzt müssen die Schleudern doch schießen können, oder? Ey, bei mir kommen die echt gerade durchs Tor. Das ist ja unverschämt. Schießt, bitte. Macht was. Ja. Ja. Schießt mal. Ja, ja, da wird geschossen. Alter, komm. Die fliehen und kriegen einfach kompletten Nacken. Holy shit. Was kann ich denn hier am besten machen? Ey, die Drachen würde ich wieder jetzt hochnehmen. Ja, ich Stelle. Bin gerade bei meinem General, aber gut, dass du sagst. Oh ja, stimmt. True. Kommt mal zurück. Ja, mein General kriegt gerade ein bisschen ins Fressbrett. Aber auch, weil meine Einheiten daneben einfach chillen. Helft den doch mal, wie wäre das? Ha? Zur Abwechslung. Ich glaube, ich muss ihn noch weiter zurückziehen. Das ist sehr merkwürdig. So, jetzt wird da nochmal eine Runde reingefeuert, Junge. Alter, die Ratten, ey. Alter. Alter, werden die geboxt. Sind meine Drachen da weg jetzt? Ja, ne? Ja. Könnt ihr den nicht wegmachen, Jungs? So. Alter, da ist halt nichts übrig. Nee, der traut sich nicht. Oh, der Kommandant. Der Kommandant. Der Kommandant. Der ist tot. Du kannst ihn aber weiter angreifen. Der kann auch sterben. Mach ich. Er ist tot. Komm. Oder? Na? Ja, ja da ist er. Den haben wir. Der wurde da hingerafft. Ich habe leider keinen Feuersturm mit meinen Drachen. Die haben immer nur so 3 pro Kampf. Alter, hier kommt was hoch. Hier kommt einfach ein scheiß Kriegsheer hoch. Alles klar, der wird jetzt weggemacht von meinen Eisenmännern. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, da bin ich dazu. Meine Harpunen-Leute haben gerade meine ganzen Eisenmänner weggelötet. Danke dafür, Junge. Alter. Mach den Nacken weg, ey, der kuckelt ab. Ich komm mal vorbei, ne? Boah. Junge, deine Drache! Jetzt schießen die Schleudern da noch drauf, Alter. Das war sein Plan, ich sag's dir. Guck dir das mal an. Mit drin so eine Ratte. In 3 Drachen und 60 Kriegern. Sind die im Nahkampf Worth? Alter, alles wird auf die Mauer gelöst. Nee, aber die Drachen, wenn die das erste Mal angreifen, machen die... Übelst ein Impact-Damage. Jo, und halt so vor... Die hauen dann ab, die Gegner. Oh Mann, die schießen auf die Mauern, die Vollidioten. Ey, die räumen meine ganzen Mauern weg. Warte mal, ich geh da mal... Dumm. Nee, die nehme ich jetzt weg, ey. Ihr geht nach da, du gehst nach da. Guck mal, meine Drachen warten einfach drauf, dass irgendwer die Mauer hochkommt und fressen die dann auf. Jo, true. Die könnten natürlich auch einfach mal auf der anderen Seite bleiben. Auf die andere Seite gehen. Ist ja nicht so, als könnten die fliegen. Oh, da kommt ein Rambock durch. So. Oh, Alter, dein Flammenwerfer ist halt so... Hast du das Tor aufgemacht? Ja. Weil das war mir zu unsicher da oben. Ja. Vor allem, das Tor geht auf. Ja, wir kommen rein. Und da stehen einfach die übelsten Flammenwerfer. Alter. Das ist aber auch echt böse. Also, die haben keinen Bock mehr. Also, ich glaube, deine Flammenwerfer sind ja in so einer Belagerung straight up broken. Komplett broken, ja. Eigentlich müsste man die nur nehmen. Könnte sich auch nicht gegenseitig wegmachen. Ist die Frage, ob die hitzeresistent sind, ne? Und der Rambock moscht einfach das leere Tor. Also, das offene Tor. Jo, und Schrott. Angriff. Hier kommen die letzten 2 Kommandanten von ihm. Ja.
Vor allem die schickt er dann alleine, ne? Also da hat die KI ein bisschen gepennt, Jungs. Alter, Mensch. Oh, die Schleudern decken den gerade ein. Alter, wenn der eine Kugel hittet, Junge, du kriegst einen Nacken. Auf geht's! Der letzte Widerstand wird gebrochen! So, jetzt wird gebrutzelt, Junge. In den Krieg! Gas! Ah, die ballern sich schon wieder gegenseitig weg, die Lappen. Jetzt schieß doch mal drauf, Junge! Was ist denn mit euch? Oh, shit. Oh, der hat gehittet. Mein General legt sich gerade one-on-one mit dem anderen General an. Ist vielleicht nicht die beste Lösung. So low, wie der schon ist. Alter, die sind halt auch geil. Okay, ich muss meine Drache nochmal abziehen. Hier auf meiner Seite ist jetzt auch nochmal der letzte General aufgetaucht. Ja, ich brauch die dran, aber auch nicht mehr. Der ist Gulasch, der Junge. Ich glaube auch, ey. Alter, die tragen die gerade mit. Was? Hä? Was passiert da, Junge? Will der das? Oder ist es unfreiwillig? Ich weiß es nicht. Okay, meine Eisenmänner gehen jetzt drauf da. Ich seh den halt auch nicht. Da ist er. Alter Junge, der hat ein Leben. Alter Schwede. Oh, ungünstig. So, ungünstig. Meine Drachen verabschieden sich von dir, ne? Alter, der gegnerische General hat halt kein Pferd, ne? Meiner hat ein Pferd und der rennt ihn halt die ganze Zeit einfach nur um. Der geht im Kreis um den und rennt dann mit dem Pferd wieder rein. Aber der ist ziemlich low dafür. Ja, der ist schon die ganze Zeit ziemlich low. Guck, der rennt. Oh, jetzt traut er sich nicht mehr. Oh, jetzt kommen die Drachen. Sag mal. Marschiert der jetzt in meine Stadt rein? Ah, da kann der jetzt mal sterben, der Junge. Ja, das ist halt das Ding so, ne? Die Kommandanten sind halt immer super. Jetzt mach den nochmal. Alter, ist das eine Keilerei. Der sieht halt kein Land. Ist das eine Keilerei? Jetzt kloppt den um, Junge, gib ihm die Axt! Und rein geht's, Drachen! Tötet ihn! Shoot, ja, schießt. Alter, der Typ hat sich unterm Tor verschanzt, deswegen kommen meine Drachen da nicht mehr ran. Clever. Jetzt gib ihm doch die Axt. Ich hab ihn! Nice. Das war's! Ja, easy. Oh, also ich würde sagen, Spannung ist uneinnehmbar! Ist halt wirklich so, die Zitadelle hat gehalten. Zitadelle Spandaus ist halt einfach absolut over the top. Ja, Alter, so viel zu den wunderbaren Gefechten. Allerdings zeige ich dir natürlich noch ein bisschen was von der Kampagne, weil da habe ich jetzt in 5 Tagen 35 Spielstunden verbracht und das ist einfach mega awesome. Max hat ja mit mir damals auch Ziff gezockt und würde das Ganze garantiert auch feiern. Guckt, falls ihr die kompletten Gefechte seht, einfach bei ihm vorbei, weil da gibt es die kompletten Gefechte Unlimited, wo wir Landgefechte gezockt haben. Also schaut einfach vorbei.